Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Rille Peter ist wieder hier am Start für euch mit einer neuen Folge von Higher Lower. Freunde, ich dachte mir, nach langer Zeit muss ich das Game mal wieder unbedingt bringen, Alter. Das hat so einen krassen Suchtfaktor. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe heute auf jeden Fall Bock auf das Game, Leute. Und danke auf jeden Fall, dass ihr die letzten Videos in den Tagen so gefeiert habt. Fortnite, fragt den Rille Peter. Das werde ich auf jeden Fall jetzt versuchen, jeden zweiten Tag zu bringen, Leute. Und ich war gestern mit meinem Vater, wie gesagt, auf einem Opernkonzert. Das war mega, mega nice, Leute. Deshalb schaut mal auf jeden Fall schnell auf Instagram vorbei. Vielleicht seht ihr da nochmal kurz was. Aber ich glaube, die Story ist schon raus. Aber es war wirklich mega geil gewesen, ne? Also es hat übertrieben Bock gemacht. Und ich werde versuchen, fragt den Rille Peter jede zweite Woche zu bringen. Und ich weiß noch nicht, ob wir die Tage neue Story-Games starten, wie zum Beispiel GTA 3 oder so. Oder ob ich erstmal warte, bis The Walking Dead rauskommt. Das schauen wir erstmal. Aber ich habe jetzt vor, coole Games zu bringen hier. Wie zum Beispiel Fortnite. Frag den Rille Peter öfter bringen. Mal wieder Call of Duty zocken. Oder auch solche Minigames mal wieder zu bringen. Darauf habe ich abnormal Bock zur Zeit. Und hier oben rechts steht irgendwie drauf. Psst, 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 psst. Once, start, start our new game. Also die haben anscheinend irgendwie ein neues Game. Stop at nothing. Was ist das denn? Stoppe beim Nichts. Was ist das denn? Achso, ich muss jetzt Stopp drücken bei nichts, also wahrscheinlich bei 0 oder was ist das denn für ein Game? Ah, stuck! Minus 13! UE 3! Digga, was ist das denn für ein Game? Ey, Bruder, die wollen echt, dass man hier 12 Sekunden chillt, um dann auf einen Knopf zu drücken. Jetzt, ah, stuck! Minus 0,06, Digga, ich bin richtig gut in dem Game, was ist das denn? Aber das ist echt einfach 12 Sekunden, ey, ich bitte euch, Leute, was ist das denn, Alter? Ey, guck mal, warte, stuck! Okay, das war komplett verkackt. Was ist das denn für ein Game, Alter? Die haben anscheinend ein neues Game rausgemacht, das steht hier oben rechts drauf. Aber ich will heute meinen verdammten Rekord knacken in diesem Game hier. Und da ist er, glaube ich, also ich weiß, mein Rekord ist über 30, 35, aber auf dem PC ist mein Rekord 18. Und den will ich knacken, Alter, den will ich knacken. Ihr könnt es jetzt unten links sehen, Highscore 18. Und ich glaube, die haben auch sogar ein paar neue Sachen hier in dieses Game mit eingefügt, Alter. Das Game macht abnormal Bock. Mobile Strike, kennt man das Game, aber William Shakespeare wird mehr gesucht, definitiv. Wer kennt nicht William Shakespeare? Hab man in der Schule oft gehabt, Shakira. Ja, Piqué, mein Lieber, ich würde sagen, ey, die WM, Leute, was sagt ihr zu WM? Seid mal ehrlich, Leute, was sagt ihr zu WM? Ich bin gar nicht so krass im Feeling, Alter, Deutschland raus, Spanien raus, Argentinien raus, Portugal raus. Jetzt ist auch noch Spanien heute rausgeflogen. Okay, ich gönn's Russland, weil Russland ist der Veranstalter von der WM gewesen. Das war deren WM und, ich gönn's denen einfach, Leute, dass Russland weitergekommen ist gegen Spanien. Was sagt ihr? Wer googelt denn UNO? Alter. Springer Spaniel. Springer Spaniel. Ist das etwa hier ein kleines Klischee? Spinner Spanien. Ey, Digga. Da steht jetzt gerade die Musik im Hintergrund live. Das ist mega cool, Leute. Sorry, dass das Video ein bisschen später kommt. Blaue Lagune. Ein wundervoller Ort, Alter. Wirklich. Da will ich einmal hin in meinem Leben. Das ist übertrieben geil. J2. Kennt man nicht, kennt man nicht. Leute, okay, wir sind schon mal auf einem guten Pfad. Bei der ersten Runde haben wir die US Open gestartet. Ja, wir klicken weiter. Open the door, please. New York meets. Wo ist mein Keys? New York meets wird nicht so oft gegoogelt wie US Open. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Song. Boah, richtig geil, Mann, der Beat von Young Brook hier. Ich finde das voll geil, wenn ich die Musik live höre. Dann ist die Interaktion mit der Musik live. Auschwitz. Auf jeden Fall safe mehr. So, wir machen weiter. Die Matrix, Bruder. Die Matrix. Was? Die Matrix, Bruder. Was ist das denn? Ich habe gedacht, die Matrix wird mehr gesucht. Okay, Matrix ist auch schon ein alter Film. Person of Interest, auf jeden Fall mehr. Ist eine bekannte Serie. Ja, man muss ja auch ein bisschen die Sachen kennen. Torture. Was ist Torture? Torture, kennt man nicht, Leute. Wenn ihr öfter auf Bock auf Higher Lower habt, lasst schon mal jetzt einen fetten Daumen nach oben da. Morgen wird, denke ich, ein neues Fortnite-Video kommen. Und mal gucken, was ich sonst noch die Tage bringt. Vielleicht schon mal wieder ein WWE-Online-Kampf, vielleicht wieder UFC. Solche Sachen habe ich abnormal Bock, Leute. Was ist Wälder, Bruder? Wälder. Ab in die Wälder, Bruder! Ey, ich krieg zu viel, ne? Dieses Game, das nimmt einen manchmal echt auseinander, Leute. Ich will auf jeden Fall heute so lange spielen, bis ich meinen Rekord knacke. David Cameron. Bruder, David Cameron, wisst ihr, wer das ist? Das ist der, der Avatar gemacht hat, der Titanic gemacht hat. Bruder, das sind die, die die meiste Arbeit machen, nicht die Schauspieler. Die erfinden diesen Film. Und die haben weniger Aufrufzahlen. Das ist so krass, Alter. Das ist genauso, Leute, finde ich, in der Musikindustrie. Ich finde, diejenigen, die den Beat machen, kriegen zu wenig Aufmerksamkeit als die Rapper selbst. Weil ich sag ganz ehrlich, Leute, ein Song, ein guter Song, 80% macht der verdammte Beat aus. Da kann sonst wer, da kann Drake drauf rappen auf einen Beat, der richtig scheiße ist.
Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Aber wenn ihr geile Beats habt, dann ist euer Song auch automatisch um einiges besser. So, wisst ihr, wie ich meine? Also so ist meine Meinung, Leute. Ich habe auch schon öfter eine Diskussion mit Nelson gehabt, ne, meinem Bro, von dem ihr die ganzen Beats gerade im Hintergrund hört. Könnt ihr gerne auschecken, ist in der Beschreibung verlinkt. Bruder, Tinder, Alter. Tinder hat die Welt erobert. Leute, seid ihr auch am Tindern? Skin-Cancer? Skin, also Hautkrebs, okay? Ich habe gedacht, ich schwör's, ich dachte erstmal wegen roter Nacken hier, das wäre osmanische Schelle auf Nacken, aber ist es nicht. Hautkrebs wird auf jeden Fall nicht so oft gesucht. 301.000 immer, boah, ist echt viel. Prada, Gucci, Louis, 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 Prada. Machen weiter mit deinem Vater. Cinema Paradiso, An Enchanted Village, A Wonderful Friendship. Also das ist auf jeden Fall eine Serie oder irgendwas, was nicht so oft gegoogelt werden kann. Ja, man muss manchmal wirklich die Sachen versuchen logisch auszuschließen. Was ist Passover? Das sind irgendwie aus dem Knäckebrot mit Wein, Bruder. Knäckebrot mit Wein, lass das sein, du bist ein Schwein. Und jetzt geht's ab ins Schachmatt. Lower, Bruder. Oh mein Gott, Gleichspiel. Wir haben Glück gehabt. Wir sind bei 8, Leute. Wir sind bei 8. Black Mirror ist eine bekannte Serie, Leute. 2 Millionen. Zum Glück kenne ich die. Steven Spielberg. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Steven Spielberg. Gerade war David Cameron. Steven Spielberg ist natürlich bekannter, weil er mehr Filme gemacht hat. Aber definitiv wird der auch nicht so oft gesucht. Ich sage ehrliche Meinung, 300.000. Bin ich richtig oder falsch? Ich bin gespannt. Okay, 450.000. Aber Leute, ich finde es schade. Die sollten... Oh mein Gott. Ich bin ehrlich, Leute. Ich habe damals auch mal den Tod gegoogelt. Das Leben nach dem Tod. Was passiert nach dem Tod? So, aber ich für... Leute, schreibt mir auch in die Kommentare. Fürchtet ihr euch vor dem Tod? Ich bin ehrlich zu euch. Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin keiner, der jetzt sagt, okay... Ich habe Angst vor dem Tod. Ich will nicht sterben. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich lasse einfach, ich genieße mein Leben in vollen Zügen wie Bahnfahrer. Und wenn man stirbt, dann stirbt man. Man sollte alles auf sich zukommen lassen. Man sollte wirklich keine Angst vor dem Tod haben, Leute. Aber ich denke mal, dass das sehr, sehr viele Menschen gegoogelt haben. Safe. Was? Okay. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr gedacht. Aber wir sind immer noch nicht auf die 10 gekommen, Leute. Mach mal den nächsten Beat an hier, Nelson. Oh, Freedom. Das waren Zeiten, Bruder. Leute, diesen Beat von Nelson, den habe ich gehört. Damals, wo wir uns kennengelernt haben, ey, wirklich. Nelson, wo wir uns kennengelernt haben, dieser Beat, der lief zu der Zeit, Alter. Das waren Zeiten, Leute, ey. Unglaublich, ey. Musik, ich finde, Musik ist die Sprache wirklich, die jeder versteht. Weil Musik drückt einfach so viel aus und Musik ist einfach so fantastisch. Das muss man einfach mal an dieser Stelle gesagt haben, Leute. Ich bin einer, der Musik liebend gerne hört, wenn er gut gelaunt ist, wenn er schlecht gelaunt ist. So, wenn man schlecht gelaunt ist und dann traurige Musik hört, dann wird es natürlich noch schlimmer. Aber Musik ist wirklich... eine Faszination, wirklich. Also, ich hoffe, ihr könnt mir da zustimmen, Leute. David Chin, Clint Eastwood, auf jeden Fall kennt man. Muss jeder kennen, Leute. Clint Eastwood. Saudi-Arabia weniger. Saudi-Arabien war ja auch bei der WM mit dabei, auch ausgeschieden. Michigan-Stadion. Also, auf jeden Fall ein Stadion, aber was nicht so bekannt sein wird. Wir müssen auf jeden Fall, dürfen auch nicht zu lange zögern. Whitewater Rafting. Wenig. Oder was ist denn Whitewater Rafting, ey? Da kommen Sachen, die nehme ich auseinander, die ich selber persönlich nicht kenne. Aber heute werden wir den, wir werden das so knacken, Michael Bay oder Moses, auf jeden Fall, oh mein Gott, gleich viel. Moses war ja der, glaube ich, über das Wasser, Vandalismus, auf jeden Fall mehr, Vandalismus, Leute. So, ich finde aber immer cool, über gewisse Sachen auch zu reden, die halt angezeigt werden, zum Beispiel jetzt E-Zigaretten, brauche ich nicht drüber zu quatschen, wird auf jeden Fall, was, Bruder, guck mal, manchmal denke ich, dieses Spiel will einen verarschen, oder guck mal, jeder Mensch der Welt in der heutigen Generation googelt E-Zigaretten, Lonely Tunes, auf jeden Fall mehr. Wer kennt nicht noch die Lonely Tunes, kennt ihr die noch? London auf jeden Fall mehr. Ich war schon öfter in London, wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Pokémon. Oh, Pokémon. Ja, das ist jetzt... Also, ich sage ehrlich weniger. Der Stand ist 2017. Pokémon Go war 2016 im Hype. Deshalb wird es nicht mehr so oft... Ich halt meine Fresse. Pokémon ist immer noch so in... Das ist krass, das ist echt krass. Also, manche Sachen nehmen mich hier auseinander, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie mich auseinandernehmen werden. Ja, okay, Kitesurfing, indeed. Indeed ist wahrscheinlich so eine Jobcenter-Seite. Südkorea, auch bei der WM ausgeschieden, aber krass gekämpft, eben einfach gegen Deutschland gewonnen. 2-0. Jennifer Anderson, eine bekannte Schauspielerin, auf jeden Fall safe mehr. Leute, was finde ich, was findet ihr, sollte mehr bevorzugt werden? Ein Filmedarsteller, ein Film, also ein Mann, der den Film, ja, ist ein Darsteller, was laber ich da? So zum Beispiel Steven Spielberg, James Cameron, die Filme schreiben, die das Drehbuch machen, diese Leute, haben die auf jeden Fall genauso viel Aufmerksamkeit verdient wie die Schauspieler oder haben die Schauspieler mehr verdient? Ich sag mal so, ob jetzt ein Film
mit einem No-Name-Schauspieler ist oder mit einem Leonardo DiCaprio, ist für mich wieder Weltenunterschied, keine Frage. Aber ich finde, wenn der Film eine scheiß Handlung hat, dann ist es am Endeffekt scheißegal, welcher Schauspieler mit dabei ist. Oder wie seht ihr das, Leute? Ich finde, beides sollte gleich handgehaben werden. Bin ich auf jeden Fall der Fall, aber es ist klar, dass Schauspieler mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil man die ja sieht. Und einen Filmregisseur, genau, Regisseur war das, Regisseur, den sieht man ja nicht, sondern das steht nur am Anfang des Films, am Ende des Filmes, Machu Picchu. Machu Picchu ist auf jeden Fall ein Berg, den ich nicht kenne, Leute. Oh, Yammer in the Sky. Koftit? Was ist Koftit? Kofifi. Despite the constant negative pressure. Oder ich kann euch nicht sagen, was Kof... Was ist Koffette? Was ist das für eine Aussprache? Koffit, Koffette. Eieieiei. Leute, das wird echt nicht mit unserem Rekord. iPhone X, Bruder, iPhone X, 11 Millionen mal safe. Franck Ribéry, Alter. Vaseline. Vaseline. Eieieiei. Wayne Gretzky. Kenne ich persönlich nicht, aber der hat... Ey. Heute sind wir gut am Reinscheißen, Leute. Ich will jetzt Spannung haben. Ich will es jetzt hinkriegen. Wir kriegen es gemeinsam hin, Leute. Ich werde die Folge nicht beenden, bevor ich meinen Rekord geknackt habe, Leute. Ich bin ehrlich zu euch. Ich ziehe durch, bis ich meinen Rekord geknackt habe. Die Erde weniger. Ihr müsst logisch denken. Tanklicks, was ist das denn, Alter? Oha, das sind so Füße, die aussehen wie Hände, oder was? Was ist das denn? Eieiei. Das ist nicht gut. V wie Vendetta. Auf jeden Fall ein bekannter Film. Kennt man. Prostata-Cancer. Prostatakrebs. Ich sag weniger. Oh, gleich viel. Ich habe mir schon gedacht, gleich viel oder weniger. Leo Tolsoti kennt man nicht. Also kenne ich persönlich nicht. Indischer Ozean-Tsunami. Auf jeden Fall safe. Was? Digga, Alter. Leute, das Spiel nimmt mich komplett auseinander. Schreibt mal bitte auch in die Kommentare, was verdammt ist euer Rekord, ohne zu lügen. Ohne zu lügen. Elton John, auf jeden Fall mehr. Wir werden gleich schon mal den Zeitmodus machen. Vielleicht spielen wir besser, wenn wir ein bisschen unter Druck sind, Leute. Aber jetzt gerade, ey, es scheint nicht zu laufen. Interstellar, ein bekannter Film. Sehr, sehr schöner Film. Ich kann euch die Musik auch empfehlen von Hans Zimmer. WaterAid auf jeden Fall weniger. So, wir machen weiter. Nescafé, auf jeden Fall mehr. Kennt ihr ja, Nescafé, Kaffee. The Wire. Also, mir persönlich sagt nichts, aber in irgendeinem Land sind die bekannt und es waren die safe über 500.000. Ich wusste es und drück auf weniger, Alter. Das sind so Sachen, die nehmen einen auseinander. Wir machen jetzt mal Beat the Cock, Beat the Schwanz. Beat the Cock, ich meine Beat the Clock. Digga, das sind Sachen hier. Wir müssen das auf jeden Fall alles easy nennen. Yasser Arafat. Bruder, ist das Papa Arafat? Hälfte gehört dir, Bruder. Okay, sorry. Sorry, ich mach neue Runde. Hälfte gehört dir, Papa Arafat. Ey, das ist zu krass, Alter. Mirror's Edge. Ey, Leute, ich raste gleich komplett aus, ne? Wirklich, dieses Game. Despacito. Über 1 Milliarde Mal die Scheiße, ey. Wie kann so ein Song, Despacito, mehr Aufmerksamkeit haben als See You Again? Und so weiter, das ist zu krass. Victoria's Secret, weniger. Oh mein Gott, 8 Millionen Mal. Okay, Leute, ich schwör auf alles. Jetzt konzentrieren wir uns. Wir brauchen einen neuen Beat von Nels. Oh, alle mal. Oh mein Gott, hört. Ich sag nichts mehr. The King is back. Leute, eine Sache vorweg. El Rille wird natürlich WWE 2K19 zurückkehren. Das Spiel wird in circa 3 Monaten rauskommen. Yeah, oh, El Rille. Boah, immer dieser Song erinnert so an El Rille, ne? Das ist zu krass. El Rille, Mann, wirklich. Der ist in unser Herz eingegangen. El Rille, Ehrenbruder, wirklich. El Rille, Refugee Crisis. Ey, Leute, das ist zu krass. Hier kommen Sachen, wo ich selber nicht weiß. The Secret Garden, der geheime Garten. Bruder, ich habe noch nie von diesem Buch gehört. Shia Seeds. Das sind diese... Digga, das sieht aus wie Jelly Beans, Alter. Hat aber so viele Aufrufe. Ich kenne es nicht. Ich kenne es verdammt nicht. BBC, Leute. Einige von euch wissen, was diese Buchstaben auch bedeuten können. Ich will nicht zu viel verraten, Leute. Eieiei, locker deshalb wird das so viel gesucht. 100%. Silicon Valley. Also ich will nichts sagen, Leute. BBC und Silikon, da ist doch was dran. Da ist auf jeden Fall was dran. Homeland ist eine Serie. Ob die so bekannt ist? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Okay, wir sind wieder bei 8. Auf jeden Fall, Hagen das, Bruder, geiles Eis. Bruder, das ist ein geiles Eis, Alter. Ey, wie kann dieses Eis nicht so oft gesucht werden, ne? Ich komme nicht klar, Alter. Prince, auf jeden Fall, sehr, sehr krasser Musiker. Ist ja von uns gegangen vor ein paar Jahren. Mann, 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 Leute, komm. Oh, Youngbook ist der Beste. Ich kranke die Reste. Ja. Manny Pacquiao. Manny Paquito. Ich bin Definito. Robert De Niro. Ja. Okay, Leute, komm. Rich. Reich. Wer googelt reich, Bruder? Ich gehe auf Google, gebe ein reich. Wer macht das? Penn und Teller.
Was für Pen und Teller? Wenn, dann esse ich Nudelpenne auf Teller, aber nicht Pen und Teller. Was ist das denn? Oder safe sind die bekannt. Ey, guck mal, jetzt denke ich einmal, dass die bekannt sind und sie sind nicht bekannt. Ey, Hisham El Aghouri. Hisham El Aghouri. Also ich kenne den nicht, Leute. Ihr kennt den wahrscheinlich auch nicht. Ihr könnt sein Bild nicht mal sehen, aber jetzt könnt ihr ihn sehen hier. The Wind in the Willows. Ein bekanntes Buch, illustrated by E.H. Shepard. Bilderbeep Group. Ey, Leute, heute dieses Spiel. Okay, jetzt werde ich mich komplett konzentrieren, okay? So, Floyd Mayweather, definitiv mehr als Jay Shaw. So, jetzt haben wir den nächsten. Hatta. Hatta, Bruder. Hatta. Auch ein Deutschrapper. Donnie Darko. Kennt man nicht? Also, ich kenne ihn nicht. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Robert Watley, der größte Mensch der Welt. Auf jeden Fall weniger. Ich glaube, wie groß war der, Leute? Ich glaube, 2,30 Meter. Harassment. Harassment. Harakesh, Bruder. Harassment. Was ist Harassment? Harassment. Bruder, was ist Harassment? Das ist Haram, Bruder. Das ist zu krass, ne? Das ist zu krass, dieses Game. Ten Commandments, James Foley. Ey, ich schwör's dir, ne? Dieses Game heute, ich will mal wissen, ich glaube, das ist schwieriger geworden, oder? Ich glaube echt, das ist schwieriger geworden. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist schwieriger geworden. Es ist safe schwieriger geworden. Ey, ich hatte sonst immer nie Blueberry Wine. Ach, guck mal. Blaubeerenwein. Okay, ich habe gedacht, das wäre vielleicht eine bekannte Weinsorte. Ja, wir gehen jetzt wieder ab mit Kim Kardashian, DMT, BBC. Kim Kardashian, du kleine Ho. Gladiator, ein geiler Film. Macho Ho. Ja, wir machen weiter. Ich bin breiter. Du brauchst deine Kraft, yeah. Und ich mach dich schachmatt. Kraft hat weniger. Ja. Haartransplantation, auf jeden Fall mehr. Ey, Haartransplantation, Alter. Wie Rain Rooney, Bruder. Wie Rain Rooney. Hat sich seine Arschhaare rausnehmen lassen und den Kopf reingemacht. Safe, Bruder. Long, long, Loy Island Iced Tea, auf jeden Fall weniger. How I Met Your Mother. Mother, Mutter Teresa, auf jeden Fall Digga, Mutter Teresa, ey. Also heute, Leute, ich hab gedacht, ich feiere ein geiles Comeback. Aber das Spiel nimmt mich einfach komplett auseinander. Boston Celtics, mehr als ob Aguero so wenig gesucht wird, ey. Wolf of Wall Street, geiler Film, kann ich euch nur empfehlen, Leute. Rhinoplasty, auf jeden Fall weniger. Okay, Leute, komm, wir kriegen das hin. Lennox Lewis, auf jeden Fall mehr. Oh, guck mal, Digga, Lennox Lewis. Ich dachte, das ist so ein bekannter Basketballer oder Pornodarsteller. Keine Ahnung, Alter. Bruder, ey, wir machen fast alles falsch. Es ist zu krass. Larry Bird. Wrestling wird auch so wenig geguckt. Leute, dieses Spiel ist fake. Dieses Spiel ist einfach fake. Wirklich. Wie schon meine damalige Folge auch ich genannt habe, das Spiel ist manchmal echt fake. Transgender. Transgender ist, wenn man Penis hat. Ach, halt's mal. Wenn man Frau ist, aber einen Penis hat oder was. Auf jeden Fall mehr. Ja, sieht man da hier. Halb Mann, halb Frau, halb Mensch, halb Nase. Mein Gott, das sind so. Warum gibt es nicht einfach Apple und Obi? R. Kelly, Bruder. R. Kelly kennt man. So, es soll mal einfache Sachen. Blink Floyd, Bruder, was ist das? Illuminati-Dreieck, seht ihr das? Die Illuminaten, ich wusste es, die haben mehr, Alter. Ey. Leute, ich will meinen Rekord schaffen. Und bevor wir das nicht schaffen, werde ich dieses Video nicht beenden. Ich werde dieses Video nicht beenden, ohne Witz. Wir schaffen das gemeinsam. Sherlock, Bruder, Sherlock. Sherlock, okay. Ey Leute, was ist los? Vielleicht liegt es daran, dass ich noch so kaputt bin von gestern. Sowas will ich haben. Groupon oder so eine Frau. Wer ist denn bitte Darren Brown, Alter? Rolls Royce, auf jeden Fall eine bekannte Automarke. Sehr, sehr schönes Auto. Samsung Galaxy, auf jeden Fall mehr. Aber iPhone X gerade 12 Millionen. Masseuse, Masserie. Okay, jetzt gibt das Spiel ein bisschen nach. Es wird einfacher. Chicago Bulls, auf jeden Fall safe mehr. 1 Million. So, El Rubios, wenn der mehr hat, dann würde ich echt einen Besen essen vor der Kamera. Wirklich, Leute, ohne Spaß. I'm Alan Partridge. Was ist das? Okay, wir brauchen jetzt einen Motivationsbeat. Ja, man, der ist gut. I'm Alan Partridge. Ab 16 DVD. Ah, die Zeit ist abgelaufen. Ich schwör's, ich wollte wenig. Ey, heute will uns dieses Spiel verarschen. Ich glaube, es will uns verarschen. Ja, klar, 5-Sterne-Hotels werden so wenig gesucht, klar. Also, ey, ich bin auf weniger. Ey. Okay, Leute. Wir machen es so, okay? 3 Versuche. Sonst muss ich eine Bestrafung machen, okay? Sonst werde ich eine dicke Verlosung hier raushauen. Nach diesem Video. 3 Versuche. Sonst kommt eine dicke Verlosung auf euch zu in diesem Video. Deshalb bleibt bis zum Ende dran. So, Justin Gatling. Auf jeden Fall weniger. Jetzt konzentrieren wir uns mal die 3 Versuche. Komplett, wirklich. Miami Dolphins. Kennt man. Also kenne ich auf jeden Fall vom Hören. Deshalb auch hoffentlich mehr. Der Hund hatte vorhin 300.000 ungefähr, genau. So, jetzt haben wir Mafia 3. Hat, glaube ich, 500.000.
Oder 300.000, irgendwie so. Hatten wir schon mal gehabt. Cheap Flights, günstige Flüge, das muss mehr haben. Wenn ich in den Urlaub fliege, ey, günstige Flüge. Ja, wollte schon sagen, Alter, die ganzen Geier. Cheap Flights, Mitsubishi auf jeden Fall weniger. Okay. Train Times. Ah, fuck. Bruder, das ist kompliziert. Das ist wieder so ein Ding, was mich komplett auseinander nimmt. Ich sage mehr, ich sage wirklich mehr, weil das googeln viele. Ja, Mann, boah. Boah, das google ich auch. Also Atheist, okay. Weniger. Venus Williams. Bekannte Tennisspielerin. Ich kenne sie auch vom Hören. Aber ein Agüero hatte vorhin 200.000. Ich sag trotzdem mehr. Ja, boah. Die wird öfter gesucht als Agüero. Das kann ich mir bis heute nicht erklären. Boah, der Typ hatte gleich viel. Ich wusste, der hat so viel, ne? Digga, wir sind schon bei 11, bei 10. Archery. Was ist Archery? Archery, Archery. Bogenschießen. Weniger. Boah. Jetzt wird's knapp, Leute. Jetzt wird's knapp. Boeing. Auf jeden Fall mehr. Boah, aber ich dachte viel mehr. Hurricane Irma. Ja. Gerade hatte dieser Tsunami 12.000. Das ist wieder so eine Frage, Leute, die mich auseinander nimmt. Also, auf jeden Fall hat es mehr oder weniger. Es hat 8 Millionen, Alter. Okay, 2 Versuche, bevor die Verlosung kommt. Okay. 2 Versuche. Boston Red Sox. Okay, perfekt. So, ja, wir kommen jetzt gut rein. Austeri, Austern, Bruder, Austern. Ach, Austeriti, ey, ja. Forrest Gump, Lauf Forrest, Bruder, geiler Film. Wer den nicht gesehen hat, wirklich sehr, sehr schöner Film. Zidane weniger. Mein Sinne, den Zidane, 301.000 nur. Leider bei Real Madrid. Der hat irgendwas mit Apple zu tun, Bruder. Irgendwas mit Apple, deshalb mehr. Was? Da kommt mir so ein Apple-Mitarbeiter, der weniger. Okay, Leute, letzter Versuch kommt jetzt. Werde ich schaffen oder nicht? Werde ich schaffen oder nicht? Okay. Jetzt vollste Konzentration. Okay. Free will be blood. Weniger. Okay, Leute. Wir kriegen es jetzt gemeinsam hin. Wir brauchen den KFC, Bruder. KFC, da wird einfach ein Hahn abgebildet. Was soll die Harambe. Der Harambe. Das ist ja dieser Gorilla. Verkackt, Leute. Verkackt. Ja, Freunde. Wir haben leider verkackt. Und damit würde ich sagen, ja, es gibt eine Verlosung an euch da draußen, eine schöne Verlosung. Und zwar habt ihr die Chance, eine 50 Euro PSN-Karte oder eine 50 Euro Xbox-Karte zu gewinnen. Oder warte mal, was sollen wir noch machen? Für die PC-Leute, was kann ich für die PC-Leute raushauen? Jetzt spontan, Leute, ich überlege. Für die PC-Leute hau ich eine Paysafe-Karte raus. Ich hau eine Paysafe-Karte auch noch raus, okay. Oder Paysafe-Karte. Eins von diesen drei Sachen könnt ihr gewinnen. Ihr könnt entscheiden, was. Nämlich, Leute, Teilnahmebedingungen sind dieses Video liken, dann schreibt ihr in die Kommentare Hashtag auf Rille und eure Konsole. Hashtag auf Rille PS4, Hashtag auf Rille PC, Hashtag auf Rille Xbox One. So, das macht ihr, Leute. Und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Den Gewinner werde ich eine private Nachricht auf YouTube schicken. Also schaut auch ab und zu mal in euren YouTube-Postfach rein. Den werde ich kontaktieren. Und dann macht ihr auch automatisch beim Gewinnspiel mit. Also Daumen nach oben da lassen. Kommentar mit eurer Konsole da lassen, Leute. Und damit würde ich sagen, euer Rille-Peter verabschiedet sich von diesem Video. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns morgen bei einem weiteren Video wieder. Haut rein und... Macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wieder la. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Oh, geiles Video. Hat echt Bock gemacht. Komm, letzter Versuch. Jetzt auf 0,000. Und... ich verschenke meine PlayStation 4. Okay, leider nicht. Macht's gut, Leute. Ciao.